Schon seit 15 Jahren gehen die Goodbye Deutschland-Auswanderin Oksana Kolenitschenko, 34, und ihr Mann Daniel gemeinsam durchs Leben. Dabei hat das Powerpaar schon einiges zusammen erlebt, von der gemeinsamen Auswanderung in die USA bis hin zu familiären wie gesundheitlichen Problemen war alles dabei. All das hat das Paar aber nur noch stärker gemacht, und genau aus diesem Grund wollen sich Oksana und Daniel im Sommer noch einmal die ewige Treue schwören. Auf Instagram gab die 34-Jährige die freudigen News bekannt. Es wird nochmal wahr. Ja, wir heiraten nochmal und ich könnte die ganze Welt umarmen, schrieb sie zu einem Schnappschuss, der sie gemeinsam mit ihrem Mann Daniel am Tag ihrer Hochzeit zeigt. Doch warum lassen sich die beiden nochmal trauen nach so vielen Jahren, die privat, beruflich wie auch gesundheitlich schwierig waren, freue ich mich, gemeinsam mit Familie und Freunden zu feiern. Erklärte Oksana, erst vor kurzem ist die Unternehmerin gemeinsam mit ihrer Familie von Los Angeles nach Las Vegas umgezogen. Aufgrund der weltweiten Gesundheitskrise musste das Paar nämlich einige finanzielle Einbußen verkraften, die das Leben im teuren LA schwierig gemacht haben.